Na, Kids? Geht's euch gut? Einer Person geht's gut, sehr gut. Immerhin. Ja, ich habe die letzten 2 Jahre natürlich auch genutzt, um mein künstlerisches Profil so ein bisschen zu erweitern. Und ich habe mich an die hohe Kunst der Abendunterhaltung gewagt. Und wir wissen ja alle, was die Königsdisziplin ist. Das ist die Tierimitation, korrekt? Ein paar haben mitgesprochen. 2 Tiere beherrsche ich auf Perfektion und ich will sie euch nicht vorenthalten, weil ich bin ein bisschen stolz drauf. Und das erste Tier ist die Möwe. Ich habe mir sagen lassen, die kennt man in Hamburg. Deswegen immer kurz die Möwe. Ah. Ja, die ersten sind schon so, ah, nicht meine Pommes. Ja, ja. Das zweite Tier ist der Elch. Ich gebe auch Workshops, kein Problem. Mein Text trägt den Titel, warum ich die Evolution nicht beeindruckt. Man muss sich schon wundern, was sich die Natur so ausgedacht hat. Bei den vielen sehr kleinen Verfehlungen, die einem so auffallen, kann man völlig ohne Scham behaupten, ich hätte da so viel geilere Ideen gehabt. Mein Gott. So, erstes Beispiel, 10 Daumen. So, wie geil wäre das denn? 10 Daumen, 2 Hände, wir wären als Spezies endlich auch den Spinnen überlegen. Ich würde auch deutlich öfter bei Umzügen helfen und nicht die ganze Zeit sagen, oh schade, da bin ich leider schon verplant, während ich mit beiden Händen in Unterhose auf meiner Couch in 2 verschiedenen Pringles-Dosen hänge und eine einstündige Zusammenstellung von Gordon Ramsay schaue, wie er gerade schlechte Köche anschreit. It's disgusting! Brüllt er, ich stapel Sour Cream in Hot and Spicy und was soll ich sagen? Gordon Ramsay hat einfach recht. Aber mit 10 Daumen, hey, nein, klar, helfe ich dir bei deinem Umzug, Matthias, kein Problem. Der Massivholzsekretär, den du gar nicht benutzt, sondern immer nur sehr stolz erzählst, auf wie viel Mark denn deine Oma 1971 hat schätzen lassen. Der muss in den 4. Stock. Ja, wohin denn auch sonst, Matthias? Ich kann mir überhaupt keinen besseren Ort dafür vorstellen. Hoch mit dem kleinen Süßmann, ich hab 10 Daumen, kein Problem. Blockieren wir dich nicht nachher, aber trotzdem, du Arschloch. Zweites Beispiel. Haare am Hintern, Haare am Arsch. Ich habe da überhaupt kein Verständnis mehr für. Wofür habe ich Haare am Arsch? Das hat mir noch niemand vernünftig erklären können. Wenn ich durch den flauschigen Flaum an deinem Gesäß fahre, da fühle ich mich einfach richtig geborgen. Das sagt doch keiner. Mein Gott, ey. Jedes Mal, wenn ich eine Raufasertapete sehe, will ich mir am liebsten die Hose runterziehen. Und ach komm, ich sag's nicht. Auch wenn ich mich verschlucke, denke ich mir jedes Mal, das kann doch nicht dein fucking Ernst sein. Ich atme jetzt seit 28 Jahren verhältnismäßig regelmäßig. Wie kann das denn immer noch schiefgehen zwischendurch? Das ist doch komplett unwürdig. Thema Geburt. Kinder, die können überhaupt nichts. Was? Das ist komplett albern. Alpakas sind Kindern in den ersten 3 Jahren intellektuell komplett voraus. So in Einzelfällen sogar die ersten 18. Das ist unglaublich. So, die können direkt rennen, sprechen sofort Alpakasprache und wissen, wie Essen funktioniert, ohne dass alles so komisch raussabbert. So, Giraffenbabys fallen bei ihrer Geburt 2 Meter zu Boden und führen als erwachsene Tiere die coolsten Kämpfe überhaupt. Wisst ihr, wie Giraffen kämpfen? Habt ihr das mal gesehen? Die hauen einfach ihre Hälse gegeneinander und die sind nicht ausgestorben, wie cool. Wespen sind direkt von Tag 1 die nervigen Assis im Park, die haben sofort ihren Platz gefunden, mega praktisch. So, grundsätzlich ist die Tierwelt einfach so viel geiler als die Menschenwelt. Da gibt es keine beigen Korthosen, Haftpflichtversicherung und Beefy Roll. Die leben jeden Tag neu, da ist keiner überrascht. Warum ist es denn jetzt beim Einkaufen schon wieder so? Ah ja, morgen ist ja Feiertag, ach ja. Nein, die gehen überhaupt nicht einkaufen. Die haben so eine geile Attitude einfach. Und sogar da gibt es ja die kleinen, aber sehr drastischen Unterschiede. Nehmen wir nur mal Haustiere. Ich gehe jetzt hier vom Standard aus, ne? Hund und Katze. Wir können das gerne mal testen. Wer von euch würde sagen, er oder sie ist eher so Katzenmensch? Ihr könnt einfach euch melden, ich sehe das. Wer von euch würde sagen, er oder sie ist eher Hundemensch? Okay, 80 Leute hassen Tiere, kein Problem. Ich für meinen Teil bin tendenziell eher Katzenmensch. Das hat einen ganz einfachen Grund, weil Katzen sind vom Charakter her so ein bisschen wie genervte Jugendliche. Wie gesagt, ich bin 28, da bin ich nicht so weit weg, da kann ich mich nur reinfühlen. So, Katzen sind so, hey, das ist ja mega cool, dass du da bist, voll schön. Wollen wir ein bisschen kuscheln? Oh doch, oder? Ja, ja. Ah oh. Oh, ja. Ja, hey, was machst du da? Fass meinen Bauch nicht an, oder ich kratze deinen ganzen Scheiß Stammbaum blutig!
Ich bin jetzt hier drüben wieder meinen Katzenstuff machen, ja? Und wenn ich zurückkomme und das Napf ist nicht gefüllt, ich piss dir in all deine Schuhe! Nachvollziehbar. Hunde sind für mich eher so völlig gestörte ADHS-Stalker. Hunde sind so, hey, was? Nee, was machst du denn da? Was machst du hier? Ich bin ein Football. Reiß mich überall. Mega geil. Nein, was, wo gehst du hin? Auf Toilette? Ich komm mit. Hunde sind irre. Die Evolution hat sich schon ein paar sehr wundersame Sachen ausgedacht, aber ich sag's, wie es ist, ich bin einfach nicht beeindruckt. Ich hätte da ein paar coolere Ideen gehabt, so eine Mischung aus allem. Mensch, Tier, ein bisschen mehr Kreativität, vor allem ein bisschen mehr Praktikabilität. Das kann ja nicht wahr sein. Man muss sein Leben doch einfach mal so richtig cool leben können, ohne irgendwelche Konsequenzen dafür tragen zu müssen. Wie schön wäre es, wenn ich einfach das essen könnte, worauf ich Bock habe, die ganze Zeit, ohne dass früher oder später, keine Ahnung, Mayonnaise oder so durch meine Venen läuft. Wenn ich nicht regelmäßig Sport machen müsste, weil ich sonst den Bühnenaufgang überhaupt nicht geschafft hätte oder mein Shirt mich im Arm drücken besiegt. Oder wenn ich die ganze Zeit so doll und so geil saufen könnte, wie ich wollte, ohne dass der nächste, denn die nächsten zwei Tage mittlerweile, völlig verloren sind. Es wäre so eine schöne neue Realität, alles darauf ausgelegt, dass alle immer zufrieden mit sich und ihrem Leben sind. Es gäbe keine Steuern, ach was, überhaupt kein Geld mehr, gar kein Problem. Spinnen existieren nicht, jetzt schon beste Realität aller Zeiten. Überall flauschige Menschenalpakas mit 10 Daumen und kahlen Gesissen, die einem unbedingt doll beim Umzug helfen wollen. Es gäbe keinen fucking Matthias mehr. Und das ist es doch, wonach wir als Gesellschaft streben sollten. Vielen Dank.